begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz vor dem Spiel des FSV Frankfurt am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf hier im Frankfurter Volksbankstadion. Wir wissen ja, dass unser Cheftrainer kein großer Freund von Statistiken ist und sich auch ungern selbst in den Mittelpunkt rückt, aber heute komme ich nicht umhin, diese Zahl zu erwähnen, denn Benno Möhrmann wird am Samstag zum 100. Mal in der zweiten Liga Cheftrainer des FSV Frankfurt sein. Und das reicht auch heute als Statistik und damit möchte ich auch gerne überleiten zu Benno Möhrmann, bitte sehr. Ja, danke Matthias, aber auch dafür gibt es noch nicht automatisch 3 Punkte, muss man einfach auch bei der Gelegenheit mal sagen, obwohl es auch ganz klar unser Ziel ist, am Samstag in diese englische Woche, die uns jetzt zum Jahresende noch bevorsteht, mit einem Sieg hineinzugehen. Und wenn das Spiel dann mal zufällig zu Hause ist, dann nehmen wir das auch in Kauf und versuchen, die Geschichte umzusetzen. Ich denke, wir alle wissen, dass wir in der letzten Woche in Berlin nicht 100% an unsere körperlichen Grenzen rangegangen sind, nicht rangekommen sind oder nicht rangekommen sind auch. Aber ich weiß auch, und das haben auch die Trainingstage in dieser Woche bislang gezeigt, dass die Mannschaft im Moment in einer guten Verfassung ist, dass die Mannschaft auch an Selbstbewusstsein da nicht eingebüßt hat und dass wir am Samstag eine gute Leistung zeigen werden, um letztlich dann auch unsere Fans hier zufriedenzustellen und auch für das nächste Heimspiel dann da die Zuschauer aufzufordern, auch wieder dabei zu sein oder dahin zu bringen, dass sie auch wieder dabei sind. Wir haben von der personellen Seite her natürlich unsere Langzeitverletzten. Ansonsten ist Odis Roschi auch jetzt diese Woche wieder voll eingestiegen. Ich weiß nicht, ob er oder werde das morgen dann auch erst entscheiden, ob er auch schon wieder zum Kader dazugehören wird. Wir haben auch Fatantoski wieder im Training dabei, der sich anbietet. Und darüber hinaus die Spieler halt, die in den letzten Wochen auch für uns die Punkte geholt haben. Es geht dann Schlag auf Schlag nach dieser Begegnung und das ist zum Jahresausklang dann auch ganz gut. Da brauchen wir nicht mehr so viel trainieren. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Möhrmann. Für Fragen bitte ich euch wie immer um eine kurze Meldung, dass wir das Funkmikrofon reichen können. Herr Möhrmann, Sie haben gestern im Trainingsspiel Kaplani statt Dedic in der Stammelf gehabt. Deutet sich da ein Wechsel an? Ich habe gestern mit 11 Leuten gespielt, bei denen auch Kaplani dabei war. Das ist richtig. Wir haben gestern die Situation gehabt, dass der Slatko Dedic nicht 100% alles mitgemacht hat und sich da stellenweise auch dann mit dem Reha-Trainer da auf dem Platz auseinandergesetzt hat. Ich mache öfters Dinge, um was auszuprobieren für den Fall das, aber um jetzt fürs Wochenende da über die konkrete Mannschaftsausstellung was zu sagen, da würde ich gerne noch das Training morgen abwarten, um dann für mich zu entscheiden. Über die Eintracht kann ich nichts sagen. Oh, okay, ich versuche es mal mit einer Frage zum FSV. aber erstmal ganz allgemein, sind Sie abergläubig? Nein, ich als Pragmatiker, der ich ja nun in erster Linie bin, bin ich eigentlich nicht abergläubig, obwohl ich im Laufe meiner Fußballerkarriere auch mich nicht ganz davon frei sprechen kann. Ich weiß, dass ich so in den Anfängen der Trainerzeit immer versucht habe, um diesem Aberglauben eben nicht gehörig zu werden, einfach darauf zu achten, dass ich nicht immer das Gleiche anziehe, sondern immer die Dinge gewechselt habe. Aber das ist mittlerweile, hat sich das auch erledigt. Also insofern, worauf zielt Ihre Frage speziell ab? Man könnte ja irgendwas mal machen, was weiß ich, Bank wechseln, sonst was, um den Einfluch zu besiegen. Ja, für mich ist das kein Heimfluch, das muss man auch mal ganz klar sagen.
Wir haben einfach in diesen Heimspielen nicht so gut gespielt oder manchmal auch unglücklich gespielt, aber in der Regel nicht so gut gespielt, um besser zu sein als der Gegner. Und das müssen wir hinkriegen. Und das ist der Ansatzpunkt. Einfach unsere Dinge da auch dementsprechend zum einen defensiv konstant und kompakt zu halten und dann nach vorne einfach mutig und entschlossen die Dinge umzusetzen. Und das haben wir in einigen Spielen phasenweise schon ganz gut hingekriegt, aber wir haben es eben nicht über die 90 Minuten umsetzen können. Und das ist der Ansatz und nicht, ob ich dann vielleicht mal mit Krawatte auflaufe oder was weiß ich. Das ist, denke ich, nicht der in erster Linie, für mich zumindest nicht der Ansatz. Aber wenn das noch 2 Jahre so weitergeht, dann fange ich sicherlich mal an. Bitte? Nochmal. Ja, habe ich gesagt. Ja, gut. Habe ich gesagt, dann muss ich auch wahrscheinlich dazu stehen nachher, ne? Herr Schäfer, dann sind Sie eingeladen, können Sie den Bus dann in Bremen dann fotografieren, wenn Sie wollen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, vielen Dank. Wir sehen uns hier am Samstag im Frankfurter Volksbankstadion. Tschüss.